Hallöchen und willkommen zurück zu Der Fluch der Oper. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Phantom der Oper sage. Irgendwie habe ich echt den Drang dazu. Und ja, dann gucken wir doch mal, ne? Was haben wir denn hier? Noch gar nichts. Okay. Dann gucken wir erstmal hier. So. Ich benötige etwas zum Aufbrechen. Na, wir haben doch einen Schraubenzieher. Diese Schachsymbole sehen interessant aus. Ich sollte mir eine Notiz machen. Ja, mach mal, weil ich kann das nicht richtig. Was ist das? Eine Krone? Eine Krone? Ein Pferd und ein Bauer. Was entdeckt? So. Auf der Tafel steht eine Inschrift, aber sie lässt sich kaum entziffern. Ich brauche etwas, um sie zu säubern. Na, wir haben auch ein Tüchlein. Interessante Symbole, die sollte ich mir merken. Sie könnten später noch nützlich sein. Gut. Okay, also hier geht sonst wohl nichts. Ich muss all fehlenden Teile finden, um dieses Rätsel zu lösen. Uiuiui. Okay, aber wir gehen erstmal wieder hier hin. So. Erklärung bitte. Erklärung? Ich brauche eine Zahl. Haben wir schon eine Zahl? Moment mal. So, oh, wir sind aber hier schon weit. Ist das 102,6? Könnte sein. Also 102 müssen wir hinkriegen. Nee, Moment, ich hab. Was brauchen wir? Ah, okay, 102,6. So, merken. 102,6. Okay, ich mache es mal. 102. Okay, die 1 haben wir schon mal. Das ist ja. Oh, da ändern sich 2. Okay, versuchen wir mal damit. Aber wir kriegen hier keine 0. Oh, Leute, ich glaube, das ist nichts für mich hier. Wir brauchen hier eine 6. Aber wir kriegen hier keine 6 raus. Ich verstehe das überhaupt nicht. Moment, nochmal genau gucken. Läuft gerade auf FM 102,6. So. Na, wenigstens haben wir schon mal die 1 vorne geschafft, wa? Oh, wir haben die 2, Leute! Aber das bringt uns nichts, weil wir die 6 hinten nicht haben. Oh, wir haben die 6. Aber dafür ist uns die 2 wieder verloren gegangen. Oh, ich krieg die Krise. Es tut mir wirklich leid, ich überspringe das. Ich verstehe das nicht. Hä? Die Tür ist nicht mehr verschlossen. Yeehaw! Das muss Giles sein. Ja, das wissen wir doch. Ich habe gehört, er wäre ein Techniker-Genie. Ah nein, ein Technik-Genie. So, jetzt haben wir's. Und könne alles reparieren. Hier herrscht das reinste Chaos. Überall liegen Dinge verstreut. Ich sollte ihm helfen, hier aufzuräumen. Vielleicht hilft er mir dann bei meinem Problemchen. Okay, wir brauchen 6 Blitze. Ich kann nicht reden, das tut mir echt leid.
sechs Ratten und sechs Zahnräder. So. Wenn ich mal ein bisschen langsamer reden würde, ne, dann würde das auch alles funktionieren. Aber nö. Da ist noch eine Ratte. Da ist noch eine Ratte. Eine fehlt uns noch. Was ist das hier? Ein Sichel? Ein Stern? Da. So, jetzt brauchen wir noch fünf Zahnräder. So ein Mist aber auch. Warum denn noch so viele? Da ist noch ein Zahnrad. Ach so, das war gar keine Ratte. Hier ist noch ein Zahnrattenblitz. Ach, Ratten haben wir ja jetzt voll. Ja, klar. A Blitz. Ja. Ich sehe voll viel. Okay, ich denke, wir müssen das mal wieder ganz systematisch machen. Ihr wisst, das funktioniert ja immer. Habe ich was gesagt? Okay. Wir fangen mal wieder oben links an. So. Da sehe ich nichts, weil irgendwie blendet wieder alles. Hier scheint nichts zu sein. Nichts, 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 nicht, nichts. Oh, mein Auge juckt. Oh, entschuldigt. Ui. Ach. Wisst ihr, wie toll das Gefühl immer ist, wenn einem dann das Auge juckt und man kratzt dann. Also, was heißt kratzen? Man kratzt ja nicht am Auge herum, ne? Aber das ist so ein tolles Gefühl. Und ja, ich komme hier gerade nicht weiter, deswegen labere ich jetzt Bullshit. So, damit müsst ihr leben. Ansonsten müsst ihr jetzt ein bisschen vorspulen. Und dann habe ich das hier vielleicht geschafft, denn ich finde gerade echt gar nichts. Ich muss mich mal ganz kurz hoch konzentrieren. Ich bitte um Ruhe. Ich sagte Ruhe. Ich sehe überhaupt nichts. Ey, komm, die Zahnräder dürften doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Aber das hier wird nicht als Zahnrad gezählt, leider. Oh, hier ist noch ein Zahnrad. Yeah! Nach 15 Stunden. Mal hier kurz schauen. Hier vielleicht? Nee, das ist ja auch kein Zahnrad. Da habe ich schon gedrückelt. Na, wir kommen ja überhaupt nicht weit hier heute. Ich drücke einmal, okay. Hä? Oh, ist das fies, aber hier ist auch noch ein Blitz. Okay, ein Zahnrad und ein Blitz fehlt uns noch. Also, ich muss ja echt sagen, dass hier die Bilder und beziehungsweise die Gegenstände richtig fies sind. Zum Teil. Also, wenn ich hier nicht die Tipps benutzen würde, ich glaube, ich würde hier 10 Stunden dran sitzen, bis ich das mal entdecken würde. Falls ich es entdecken würde, wahrscheinlich würde ich das Spiel mitsamt PC und Bildschirm in hohem Bogen aus dem Fenster kanten. Okay, wenigstens eins noch. Okay, wir drücken. Oh, das ist mies. Das ist schon wieder richtig mies. So, und den letzten Blitz werde ich garantiert nicht finden. Naja, wenigstens lädt sich der Tipp-Button richtig schnell auf. Ist hier oben was? Nee. Boah, ey Leute, ernsthaft, wer soll denn das sehen? Das Telefon ist tot. Dann muss ich das wohl auch noch reparieren. Ich habe vorhin meine Zange verloren. Ohne sie geht überhaupt nichts. Finde sie und bring sie mir. Dann ist das Telefon im Handumdrehen wieder okidoki.
Und jetzt raus hier, ich habe noch jede Menge Arbeit. Okay, ich bin schon weg, Entschuldigung. Wo könnte seine Zange bloß sein? Vielleicht weiß ja jemand im Gasthaus etwas. Okay, wir gehen wieder zurück, zurück, zurück. Oh, hier fehlen aber einige. Hilda! Werkzeug? Woher soll ich das wissen? Also bitte, ich bin hier Opernsängerin. Wo dieser Tölpel sein dummes Werkzeug verlegt hat. Ich bin Künstlerin. Geh und frage jemand anderen. Der Holzkopf bekommt noch einiges zu hören. Warum ist er überhaupt noch im Opernhaus? Wir haben Wichtigeres zu tun, zum Beispiel einen Mörderfang. Oh, hier, das ist unser Sherlock, ey. Ich habe wieder keine Stimme. Eine Zange? Nun, Giles hat sich vorhin auf der Einkaufsstraße herumgetrieben, aber alle Geschäfte waren geschlossen. Vielleicht ist er in eines der Geschäfte hineingekommen und hat sie dort vergessen. Jut, jut, jut. Aber zuerst Glotze. Ui, Mensch. Oh, Carolina. Oh, die wunderschöne Carolina. Ihre Augen sind immer so traurig. Wahrscheinlich ist sie deshalb ein so großer Star. Warum starrt sie bloß auf das niedergebrannte Haus? Was sucht sie? Ich sollte ihr helfen. Okay, wir helfen ihr. Ups, da habe ich aus Versehen gerade auf irgendwas geklickt. Ach, auf eine Katze. Also Blume, Blume, Blume. Katze, Katze. Meerschweinchen, Quatsch, das war ein Marienkäfer. Ich wollte euch nur verwirren. Was brauchen wir noch? Ach, Herzen brauchen wir. Herz, Blume, Herz, Blume, Herz, Katze. Oh, wir haben ja was anderes. Och, es lief doch eben so gut. Oh, hier ist so eine Katze. Oh, drei Herzen fehlen uns noch. Kann man das als Herz sehen? Oh, da war tatsächlich ein Herz drauf. Herz. Hatschi! Ja! Okay, das hätte ich aber sehen müssen. Hallo, dieser Ort ist wirklich beängstigend. Sieh dir dieses verbrannte Haus an. Es scheint, als hätte es seit Jahren niemand mehr angerührt. Ich fühle die Gegenwart vieler einsamer Geister hier. Ich bin überrascht, dass der Graf es noch nicht abgerissen hat. Vielleicht sollte ich zur Garderobe zurückgehen und dort nach Hinweisen suchen. Jut, tun wir mal. Und weiter geht's mit einer schicken Biene. Dim, 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 dim. Messer, Ahornblatt, Schallplatte. Schallplatte, ui, ich habe was gefunden. Hufeisen. Ja. So, da. Biene, Pümpel, Wolfsstatue. Da. Oh, wie süß. Ach, Schutzbrille. Okay, hätte auch eine Schutzbrille sein können. Wir haben ja in einigen Wimmelbildern schon viel erlebt, ne? Deswegen klicke ich auch auf Sachen, die eigentlich nicht. Oh, hä? Benzinkanister, doch, wollte ich doch. Deswegen klicke ich auch auf einige Sachen, auch wenn es eigentlich nicht sein könnte, dass das dieser Gegenstand ist. Aber wir wissen ja alle, was passieren kann in einem Wimmelbildspiel. So. Fisch. Fisch. Fischi, Fisch. Fisch? Ich habe einen Frosch. Zählt der auch? Aha. Ach, hier ist die Biene. Ich will, dass das Schwert ein Messer ist. So. Ich bin eine Frau. Ich darf das. Ich darf nicht wissen, was der Unterschied. Oder ich muss nicht wissen, was der Unterschied zwischen Messer und ein Schwert ist, ne? Seht ihr doch auch so, oder? Okay, uns fehlen ja nicht mehr viele Sachen. Ahornblatt, Fisch, Pümpel und Muschel. Der Pümpel müsste doch Ei. Ne, schade. Guck mal, das könnte aber auch eine Muschel sein, ne? Was ist das? Ist das ein Fisch? Nein. Pimpel! Ich brauch dich!
Für mein Klo. Dann eben nicht. Ich finde nichts mehr, Leute. Doch, die Muschel finde ich. Juhu! So. Hä? Oh, das ist so mies. Okay, kommt eine Sache wenigstens noch. Damit ich hier nicht ständig auf Tipps klicken muss. Aber ich habe auch keine Lust, hier 30 Minuten zu verschwenden. Versteht ihr, was ich meine? So. Ach, ich klicke drauf. Ja, sicher! Sicher! Oh, wer soll das denn immer entdecken? Hier, guckt mal seine sexy zensiert Klamotten an. Möb. Da gibt's nichts zu sehen. Ich sehe auch nicht viel. Entschuldigt. Ja! Wer soll denn das immer erkennen? Binde den Vorhang fest mit ihm? Mit was denn? Hä? Mit was? Aber ich würde sagen, das reicht mal wieder für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Nightfall Miseries, der Fluch der Oper. Bis dahin sage ich, bye.